Spanten, hier ist der Avram zurück in Just Cause 4 und dieses Mal wieder in einer Garland King Mission und zwar in der finalen Mission. Action bei der Verfolgungsjagd. Der Film ist fertig. Hol Garland und sei ihr männlicher Armschmuck für die Premierenfeier. Schau euch das Ganze an, seid überrascht, so wie ich auch. Bis demnächst. Rico, mein Star! Sie haben meinen Van konfisziert. Ist eigentlich keine große Sache, ich habe 100 davon. Aber der Film war im Van! Der gesamte verdammte Film! Ich war zu 99,9% fertig und dann wird er konfisziert! Wo? In einem kleinen Außenposten, direkt vor der Stadt. Ich hole ihn. Hab deinen Van gefunden. Gut, das war nicht übel. Hast du Kratzer reingefahren? Komm schon, du Star, wir müssen zur Premiere. Was? Jetzt? Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Zentrale, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Abfahrt. Haha, das war klasse! Hey, ich schalte mal die Dashcam ein. Für das Making-of, du weißt schon, für die Special Edition. Fahr also diese Punkte auf der Route ab. Das gibt gute Publicity. Willst du mich verarschen? Fahr einfach, ich schneide den Rest des Films. Der wird super werden. Heute Nacht ist die große Premiere, Rico. Wird aber wohl keine so große Nummer werden wie K4 oder Space Station Zero. Mein Name hat in Solis eben nicht dieselbe kulturelle Bedeutung wie in Highland Park. Noch nicht. Wo findet die Premiere denn statt? Im Allianza Stadion in Kuya. Wird jetzt keine Massen anlocken, aber es wird reichen, damit sich das rumspricht. Meine Filme sind wie ein Buschfeuer. Film unbedingt in einem Kriegsgebiet drehen? Es wurde erst zum Kriegsgebiet, als du hier aufgetaucht bist, mein Freund. Tritt aufs Gas. Wir müssen den Film ins Stadion schaffen. Und wenn wir dabei draufgehen. Willst du fahren? Heute Nacht ist die große Premiere, Rico. Wird aber wohl keine so große Nummer werden wie K4 oder Space Station Zero. Mein Name hat in Solis eben nicht dieselbe kulturelle Bedeutung wie in Highland Park. Noch nicht. Findet die Premiere denn statt? Im Allianza Stadion in Kuya. Wird jetzt keine Massen anlocken, aber es wird reichen, damit sich das rumspricht. Meine Filme sind wie ein Buschfeuer. Schau nach einem Weiß.
Musstest du deinen Film unbedingt in einem Kriegsgebiet drehen? Es wurde erst zum Kriegsgebiet, als du hier aufgetaucht bist, mein Freund. Tritt aufs Gas. Wir müssen den Film ins Stadion schaffen. Und wenn wir dabei draufgehen. Willst du fahren? Ich bin froh, dass wir etwas Zeit für uns haben. Ich wollte etwas mit dir besprechen. Ach, wirklich? Ich bin eine Visionärin, Rico. Aber du hast mir hier etwas beigebracht. Oder vielmehr hast du mir geholfen, mir selbst etwas beizubringen. Und zwar? Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt als mich. Hey, fahr über die Rampe da! Ist das Sprengstoff? Ach, echt? Wie dich zum Beispiel, Rico Rodriguez. Dich und deine Rebellion. Ich würde den Film nicht unbedingt als Dokumentation bezeichnen. Er ist mehr ein Dokudrama. Aha. Ich habe dich gefilmt, deine Armee. Ich habe diese wunderschöne Landschaft gefilmt. Und ich habe versucht, die Geschichte zu erzählen. So ehrlich wie möglich. Ehrlich? Vielleicht mit ein paar Ausschmückungen. Ich kann ja nicht einfach so meinen Regiestil aufgeben, Rico. Das hätte ich auch nie von dir erwartet. Dann bekommt ein spannendes Thema wie eine Revolution und der Kampf um persönliche Freiheit eben etwas Stil verpasst. Nieder mit denen da oben, alle Macht dem Volk, etc. Du weißt schon, tolle Geschichten mit viel Herz und Gefühlen. Vielleicht gewinne ich ja nächstes Jahr bei den Oscars einen der großen Preise. Viel Glück. Oh, dann wirst du einen Smoking brauchen. Nein. Du musst ja keine Krawatte oder sowas tragen, aber wenn du dich unter die Stars mischen willst, musst du dich schon etwas rausputzen. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Bezeichnen. Er ist mehr ein Dokudrama. Aha. Ich habe dich gefilmt, deine Armee. Ich habe diese wunderschöne Landschaft gefilmt. Und ich habe versucht, die Geschichte zu erzählen. So ehrlich wie möglich. Ehrlich? Vielleicht mit ein paar Ausschmückungen. Ich kann ja nicht einfach so meinen Regiestil aufgeben, Rico. Das hätte ich auch nie von dir erwartet. Dann bekommt ein spannendes Thema wie eine Revolution und der Kampf um persönliche Freiheit eben etwas Stil verpasst. Nieder mit denen da oben, alle Macht dem Volk, etc. Du weißt schon, tolle Geschichten mit viel Herz und Gefühlen. Vielleicht gewinne ich ja nächstes Jahr bei den Oscars einen der großen Preise. Viel Glück. Oh, dann wirst du einen Smoking brauchen. Du musst ja keine Krawatte oder sowas tragen, aber wenn du dich unter die Stars mischen willst, musst du dich schon etwas rausputzen. Ich bin froh, dass wir etwas Zeit für uns haben. Ich wollte etwas mit dir besprechen. Ach, wirklich? Ich bin eine Visionärin, Rico. Aber du hast mir hier etwas beigebracht. Oder vielmehr hast du mir geholfen, mir selbst etwas beizubringen. Und zwar? Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt als mich. Ach, echt? Wie dich zum Beispiel, Rico Rodriguez. Dich und deine Rebellion. Schaffen wir es rechtzeitig? Ich hoffe doch nicht. Was? Man muss bei der Premiere genauso Regie führen wie beim Filmschätzchen. Wie sagte immer der alte Elf, bring sie zum Lachen, bring sie zum Weinen, aber lass sie immer warten. Spannung, Dramatik. Scharfe Munition. Stell dir doch mal vor, die Leute werden unruhig. Sie denken an die 10-Minuten-Regel. Die 10-Minuten-Regel? Und dann knallt der Van durch das Dach von LA Stadium, landet auf dem Spielfeld. Und die Regisseurin und der Star steigen mit dem fertigen Film in der Hand aus. Bam. Oder? Oder? Garland King. Ja? Ich weiß wirklich nicht, was ich mit dir anfangen soll. Oh, ich kann dir auf der Party nach der Premiere ja ein paar Tipps geben. Aber jetzt fahr erstmal. Fast da. Gut, ich arbeite am Titel. Fällt dir ein guter Titel ein? Für einen Film über mich? Nein. Wie wäre es mit Die Rache? Das ist der Sprung!
es mit Die Armee des Chaos. Nein, nein, nein! Du hast ja gar kein Talent dafür. Lass mich nachdenken. Du kannst deine Muskeln spielen lassen und den Van fahren. Ich kümmere mich um den Titel. Ach, komm schon, Garland King. Du hast doch noch Zeit. Du hast Space Station Zero unter schlimmeren Bedingungen geschnitten. Du gibst dir selbst eine Motivationsrede? Ja, und auf Zuschauer kann ich dabei verzichten. Halt die Klappe und fahr, ich hab es gleich. Wir sind fast beim Stadion. Ich sehe das Stadion. Fahr hoch in die Hügel. Ich hab dir doch gesagt, wir kommen von oben. Das wird ein Riesenauftritt, okay? Wieso nicht? Okay, der Film ist fertig. Es ist vollbracht! Glückwunsch. Ich zittere, Schätzchen. Dieser Film, das ist... Ja? Die Menschen in Solis müssen sehen, was möglich ist. Du zeigst ihnen, dass das Unmögliche doch möglich ist. Sie werden wegen der Explosionen kommen, aber sie nehmen eine Botschaft mit nach Hause. Und was mich angeht, ich habe einen Film gedreht, der tatsächlich etwas bewirkt und die Zuschauer nicht nur für 90 Minuten ihr Leben vergessen lässt. Danke, Rico. Ich hatte eigentlich keine Wahl. Bleib an meiner Seite, Mr. Filmstar. Wir können es weit bringen. Zentrale, das Ziel setzt in ein Fahrzeug. Wir brauchen mehr Tempo. Wenn du den Sprung vergeigst, wäre das übel für uns. Ich habe einen Fallschirm. Wenn ich den Sprung vergeige, wäre das also übel für dich. Konnte nichts finden. Geh auf meinen Posten zu. Okay, 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 es geht los! Ja, das war's dann auch schon wieder hier auf meinem Kanal. Have fun, euer Aboram. Ciao, ciao.